Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Klemmbausteinbau mit unserem Motor. Wir haben ein paar Seiten vor uns. Ganz kurzer Blick auf die Uhr, ich will die Zeit nicht überspannen. Also wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? 18.55 Uhr in etwa. Ja, ich sag jetzt mal so ganz grob bis Viertel nach. Mal gucken, was wir schaffen. Es wird auch draußen ein bisschen duster. Und wir gucken dann einfach mal. So, ich habe gesagt beim letzten Mal, wir sind, beziehungsweise nächsten Schritte wären die Kurbelwelle. Ich habe meine Lupe auch an den Start geholt, weil es ist teilweise doch recht klein gedruckt. Aber okay, so sollen sie mal aussehen. Einmal. Okay. Und die Kurbelwelle ist ja nicht ganz. Ich will mal eben schauen, ich lege diese Seite mal an die Seite, dass ich die Teile, die jetzt irgendwo ansatzweise da reingehören könnten, was ich jetzt vielleicht so schon sehen kann, dass ich mir die mal raushole. Hatte ich schon erwähnt, dass das Ding nachher wirklich funktioniert, ja? Deswegen sollte man diese Sachen vielleicht auch nicht zu fest zusammenbasteln. So, was haben wir denn noch? Die Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Die roten und so weiße müssen ja auch überall sein, genau. Hier zum Beispiel, hier. Das packe ich mir mal an die Seite. Dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Die packen wir hier hin. Ja, es wird schon interessant, glaube ich. Ventile werden wir da nicht drin haben, das ist dann schade. Aber was soll's. Das wäre auch noch interessant gewesen. Einen richtigen, vielleicht, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber einen richtigen Klemmbausteinmotor, richtig mit Ventilen und hast du nicht gesehen. Noch eine Nummer größer vielleicht, weiß ich nicht. Hier sind auf jeden Fall Kolben in Rot. Die könnte ich vielleicht auch schon an der Seite packen. Ich weiß nicht, wann wir sie brauchen werden, aber wir brauchen sie garantiert. V8, genau, V-Form und 8 Zylinder. Also 2, 4, 6, sind auch nur 8 Zylinder tatsächlich dabei, bloß nicht einer zu viel. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze dann gebaut werden soll. Dann brauchen wir einmal eine Stopphülse am Ende und dunkelgraue Stangen und Helge, nee, schwarze. Das schwarze. Okay. Eine schwarze einmal haben wir. Einmal den Stopper haben wir auch. Gut. Das sieht ja wild aus. Also, wir nehmen so ein Ding. Aber jetzt ist das eigentlich völlig wurscht, wie die da drauf kommen, oder? Ja, der erste ist so gesetzt, der zweite so. Dann kommt, boah, das wird wild. In die gleiche Richtung wie der. Kommt der dann dahin, ja? So sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen kurios, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Wow. Okay. Ob das hinterher alles so passt, wie wir uns das vorgestellt haben, ich weiß nicht. So, dann. Der ist am Ende zu, das ist gut. Dann können wir das nämlich so weit reinschieben, wie geht, und das ist nicht ganz viel. Das haben wir jetzt gemacht. Ich hätte es schön gefunden, wenn aber es klingelt, wir müssen mal zurückblättern, wenn man das einmal so abgedruckt hätte, wie es, und zwar flach liegend auf dem Tisch, wie das später aussehen soll.
Aber ich glaube, das erübrigt sich von selbst. Wartet mal gerade, ich will mal hier nochmal gucken. So, da kommen jetzt die nächsten Hülsen. Also immer jeweils, da ist jetzt eine Hülse, genau. Jetzt kommen wieder zwei weiße, dann kommt wieder eine Hülse. Da sind wir damit angefangen. Ich nenne die Dinger jetzt mal Hülsen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bei den letzten Videos genannt habe. Egal. So. Dann natürlich hier wieder zwei weiße. Im Grunde genommen ist es erstmal ganz einfach, vor allen Dingen, weil hier nicht alle Teile drin stehen. Die brauchen wir später. Das ist das. Das ist ein grauer. Hm? Den hatten wir ja hier schon. Der ist aber noch nirgendwo reingeflossen. Wo soll denn der hin? Das ist der Vierer, das ist klar. Der Dreier ist hier im Moment, da ist der Dreier, guck dir das an. Reicht das denn aus, wenn, hier ist jetzt der Vierer drin. Bin gerade ein bisschen durcheinander. Also das erste Stück da oben haben wir mit dem gelöst. So, jetzt ist hier der Vierer drin. Der kriegt erstmal nochmal, genau, die bauen wir genauso. Der kriegt erstmal nochmal hier zwei Pleuel. So, das sollen die Pleuel sein. Dann kommt da nochmal wieder eine Hülse drauf. Und wieder so ein graues Ding, aber dieses graue Ding geht hier einfach wieder nach oben. Könnte so hinhauen. Müsste theoretisch den gleichen Winkel haben. Es sieht hier etwas kurios aus. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Es ist sehr schwer erkennbar. Ich denke aber mal, dass die Stange letztendlich so geht. Und nicht eben so, dann meinetwegen runter, so, wieder hoch und dann eben in diese Richtung meinetwegen so. Das glaube ich nicht, weil vier sind hier schon weg. Nee, es müsste passen. Das müsste, muss einfach passen. So, Dille. Dann haben wir die 17. So, dann da kommt jetzt nur ein Dreier rein. Wenn er denn passen würde. Ja, passt doch. Okay, warte mal. Okay. Dann kommen hier auch wieder. So. Und so. Dann kommt hier wieder eine Hülse drauf. Ich hoffe, ich mache hier keinen Fehler. Ja, bei den Anleitungen, ich sag mal so, diejenigen, die das bauen oder die das entwickelt haben, denen fällt das nicht unbedingt schwer, das zu machen. Die wissen ja auch, wo was hin soll. Wenn du allerdings so eine Bauanleitung hast, dann musst du das ja rauslesen. Aber da du es nicht gebaut hast, ist es schwieriger. So,
Und hier kommt auch nochmal ein Dreier rein, ne? Genau. Nämlich dann so. So. Ja, sieht gut aus. Da erkennt man das schon eher. Aber das sind die letzten. Warte mal, da kommt kein Dreier mehr rein. Da kommt wieder so einer rein. So. Und in diese Richtung, genau. Ich glaube, so sieht das ganz richtig aus. Ja. Hat zu passen. Kommt das hin? Ja, zwei oben, zwei unten. Ich glaube, das ist richtig. Mhm. Und jetzt kommen zwei 9er Stangen, die brauche ich jetzt. Die kommen jeweils, wo kommen denn die durch? Da unten. Hier. Und hier. Dann werden die was ist das denn? Die liegen doch gar nicht auf. Oder täuscht das jetzt dermaßen? Wenn die jetzt hier rein sollen, könnte ja so sein. So, hier ist der Motor abgekippt. Das wäre jetzt reichlich schief, da passt was nicht. Sollen wir eben gucken. Also, der geht nach unten. Das Loch hier und der hat das da. Nochmal hier. Schon eine Flucht, oder? Ich und Motoren bauen. Wow. Dinger würden hinterher ums Verrecken nicht laufen. Wo ist denn der andere 9er jetzt hin? Da. Doch, das passt. Ich habe hier irgendwo das falsche Loch erwischt. Also einmal hier rein. Und hier. Auch da rein. Ja, sieht trotzdem schief aus. Und bei aller Liebe jetzt. Das ist auch irgendwie schief, was ich hier gebaut habe. Irgendwo habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Irgendwo gibt es einen Fehler. Und zwar, ich sehe auch schon wo. Ich glaube, ich sehe auch schon wo. Der hier ist einen zu hoch geraten. Das ist die Achse. Der blaue guckt daraus, genau.
frag mich nur gerade. Ach so, warte mal. Also, wir das hier noch mal runternehmen, das Ganze. Ich muss da noch mal kurz durchgucken. Hier ist irgendwo ein klitzekleiner, aber feiner Fehler passiert. Also, die Seite. So rum muss das Ding werden. So, perfekt. Also, die haben wir davor geplattet. Das ist auch soweit richtig. Dann haben wir dieses Teil. Einer hier rein, der andere unten da rein. So, genau, dann haben wir die. Und dann kann er hier unten durch beide Löcher. Ah ja, okay, genau. Und da war mein Fehler. So, der geht hier durch beide Löcher durch. Perfekt. Dann kommt der Motor. Ich sag, den will ich mit Kabel nach unten machen. Der wird jetzt auf die blauen Pinne gesteckt. So nämlich. Dann haben wir hier die graue Achse mit dem Stopper. Genau, die ist dann hier. Dann kommt unser Konstrukt. Nehmen wir auch nochmal auseinander. So. Einmal und einmal. Du kommst da rein und dann sollst du wohin? Okay, da ist die Achse. Ah, okay. Na komm schon, Baby. Es ist manchmal nicht so einfach. Deswegen war ich jetzt auch gerade bei der Kurbelwelle ein bisschen skeptisch. Okay, das passt, ha? Huh? Und das Ding. Genau, und du wirst dann hier drauf gebastelt. Mit den roten Pinnen nach außen. Genau, so nämlich. Rote Pinne bleiben, das ist soweit alles okay. Dann haben wir hier die Kurbelwelle gebaut. Ja, kurzer Blick auf die Uhr. Hier ist ein Neuner. Das heißt, du kommst einmal. Jetzt müsste es auch passen. Oberhalb der beiden Beschen, das heißt einmal hier durch, ich glaube, das passt jetzt auch. Sofern die Scheiße hier reingeht. Eben
ebenfalls hier rein. Ja, jetzt passt. Jetzt haut das hin. Ganz schön knapp hier an dem Elektromotor. Gut, das ist hinterher oben. Das ist echt ganz schön eng. Okay, passgenau gebaut. Würde ich mal behaupten. Ja, damit haben wir diesen Bauabschnitt fertig. Wir können in der nächsten Runde dann mit Bauabschnitt 21 weitermachen. Wir haben im Übrigen 144 Bauabschnitte. Bin gespannt, wie das unten rum noch wird. Das ist ganz schön. Also eine Ölwanne hat das Ding nicht, das sage ich euch gleich. Ja, mal schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich erstmal für heute bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst ein Abo und ein Däumchen da, einen netten Kommentar. Kostet euch alle nichts, tut nicht weh. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und so sieht das ganze Schmuckstück im Augenblick aus. Und eins fällt mir jetzt gerade auf. Derjenige welche, der den Motor, wo ich das gesehen habe, der den gebaut hat. Ich muss mir nochmal das YouTube-Video angucken. Der meinte, oh, das Ding wackelt hier so richtig darauf hin und so weiter. Aber ganz ehrlich, das tut es eigentlich nicht. Höchstens ein bisschen nach links und rechts später mal, aber ansonsten hat das ja jetzt schon Stabilitätsgehirn hier. Hubschrauber unterwegs. Naja, warum auch nicht? In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.